So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr wisst es ja, wenn ihr diese Leitsordner seht, ist mein Lieblingsmagazin wieder da. Und zwar Bau dein Millennium Falke, Nummer 96. Ja, in 3,5 Wochen circa haben wir es geschafft. Dann kommt die 100 raus, dann müsste er fertig sein oder ist fertig. Aber jetzt schauen wir natürlich mal in das 96er Magazin rein. Und ihr wisst ja, seit 96 Wochen, wie ich die Videos unboxe. Das ist das Bauteile-Tütchen, kommen wir gleich mehr zu. Aber jetzt erstmal schauen wir natürlich jetzt erstmal in die 96 hinein. Ich mag die Magazine ja. Ist sehr viel Wissenswertes, Neues. Die Motive sind richtig gut gelungen teilweise. Ich sage deshalb teilweise, weil es auch so ist für mich persönlich. Oh, diesmal ziemlich dünn. Ja, und dann kommt schon Bauteiltütchen Nummer 96, was alles drin ist. Und jetzt, was wir zu kleben oder zu schrauben haben. Und wie ihr seht, ist die Abdeckung hinten, wo die ganze Elektronik hinter verbaut ist. Die ersten drei. Ich sag mal so, Wind aus Stoß, rund, eben einzukleben, zu bauen. Nein, wollen wir mal schauen. Die kleinen Teile werden geklebt, die größeren werden geschraubt. Und natürlich Klebe, 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 alles Klebespaß. Nein, so sollte es aussehen, wenn es fertig ist. Dann die Abdeckung wieder drauf. Festschrauben. Warum schon festschrauben? Es fehlen nur noch 3 Runde. Dann weitere Klebespaß an der Seite. Aber warum das hier schon festschrauben? Das hier werde ich noch nicht festschrauben, weil ich ja noch die anderen 3 aufschrauben muss und kleben muss. Ich finde es da besser, wenn es nicht so wuchtig groß ist von den ganzen Millennium Falke, sondern nur diese Abdeckung. Also ich werde es nicht festschrauben, aber werdet ihr natürlich gleich sehen. Jetzt kommen wir erstmal zu das Bauteile-Tütchen Nummer 96. Wie ihr seht, alle 3 Lüftungsausgänge richtig gut gemacht. Dann 3-mal eine Matte mit sehr viel Klebespaß. Ein paar Schrauben. Eine weitere Fußabdeckung von unten. Brauchen wir nicht. Also, ich werde es jetzt erstmal zusammenbauen und zusammenkleben. Wenn was zu vereinfachen ist, kennt ihr mich ja, melde ich mich natürlich schneller wieder. Ansonsten bis gleich. So, es war ja hauptsächlich Arbeit, an den Deckel zu kleben. Wie ihr seht, richtig schön die kleinen Rohre, diese Stücke. Sie kommen wunderbar raus. Dabei müsst ihr auch aufpassen, vernünftig ausschneiden und abfeilen. Ich kann es nie oft genug sagen, weil dann kommen sie richtig schön zur Geltung. Seht, es passt wunderbar, die kleinen Rohre. Wirklich genial. Und dann waren ja noch 3 Stücke, die an Außenfront des Millennium Falke geklebt wird. Den wollte ich aber jetzt nicht nach oben hinholen. Und natürlich die Deckelfront werde ich nicht schrauben. Weil nächstes Mal kommen die anderen Teile, dann müsste ich es wieder abschrauben. Und dann wieder neu draufschrauben, mache ich nicht. Und das sind ja die Zapfen, die ja hier hineingesteckt werden, jeweils. Und dann ganz, wirklich ganz vorsichtig mit einem 2,5 mm Bohrer angebohrt. Das hier hinter die Schrauben. Deswegen mache ich das noch nicht. Ich möchte es noch richtig lose haben, dass ich die weiteren Teile hier darauf bearbeiten kann, einkleben kann. Immer mal wieder drehen, festhalten, drücken wahrscheinlich und.
Deswegen mache ich meinen Deckel noch nicht drauf. Könnt mir ja mal schreiben, ob ihr euren Deckel schon aufklebt. Ich mache es nicht. Die Zapfen deshalb noch unbenutzt. Das war's. Freue mich natürlich jetzt wieder auf Heft Nummer 97, das in ein paar Tagen rauskommt. Werde dann sofort natürlich wieder besorgen. Ich kriege es, wie gesagt, immer auf Mittwoch. Ich freue mich jetzt auch die letzten paar Wochen, wann die Halterung endlich bei mir eintrifft. Wer sie schon hat, wie immer, schreibt es mir in die Kommentare. Ja, ich weiß, die soll erst ab Heft 100 rauskommen. Aber vielleicht hat sie ja schon einer. Dann kann ich mich schon mal darauf freuen, dass sie vielleicht eine Woche später bei mir landet. Aber das nebenbei. Also, das waren jetzt nur die Hauptarbeiten auf die Deckelfront. Ich freue mich auf Mittwoch wieder und sage deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.